Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Minecraft Let's Play. Wir sind immer noch im Nether, wir sind immer noch auf der Suche nach einer Festung, wir haben immer noch keinen gefunden, wir haben kein gutes Equipment, wir haben keine Spitzhacke mehr, nur noch ein bisschen Holz und genau dort machen wir in dieser Folge weiter. Wir bauen uns erstmal Holzwerkzeug und dann schauen wir einfach mal, ob wir noch irgendwas hier finden. Und somit würde ich sagen, dann springen wir mal in unsere kleine, verrückte Minecraft-Welt hinein. Ihr seht es ja, wir haben uns nicht bewegt, was sehr gut ist. Und das erste To-Do, was wir für heute machen, ist uns unsere Werkbank zu holen, die irgendwie nicht mehr da ist. Habe ich die da hinten stehen gelassen? Moment, wo ist meine... Ach, weißt du was? Nee, das ist mir alles zu gefährlich hier. Also, dass ich schon so auf Risky hier spiele, das gefällt mir nicht. Aber wir müssen ja hier ein bisschen Bewegung in die Sache hier reinkriegen, ne? Also, das geht ja nicht. Ich möchte ja immer noch gern hier auf diese Insel drauf, die über uns ist. Also, ist es eine Insel? Weiß ich nicht. Ist es ein Plateau? Weiß ich nicht. Ist es überhaupt irgendwas? Weiß ich nicht. Könnte auch sein, dass wir irgendwann auf der Netherdecke landen. Was ist Netherdecke? Ja, das geht. Aber wir kommen ja eh nicht durch, außer mit Tricksen. Aber das machen wir ja nicht. So, 5 Spitzhacken müssen ja mal ausreichen, für das wir hier mal weitermachen können. So, ich möchte gern auf diese Ding. Ne, ich wollte auf die da. Auf die da wollte ich. Boah, sollten wir das Risiko eingehen? Guck mal hier, es ist erst im Endeffekt doch gar nicht so schwierig, für uns hier eine kleine Treppe hochzubauen. Ich will ja unbedingt da hoch. So, pass auf, wenn ich doch mal hier so bim, bim, bim machen und dann bim, bim, bim. So, ne? Und das mache ich jetzt noch ein bisschen mehr. Bim, 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 bim. Und das ziehen wir jetzt mal so durch, bis wir auf der Kante da oben sind. Bim, 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 bim. Okay, es reicht, es reicht, es reicht. Ja, ich weiß. Oh, guck mal, hier muss man jetzt ein bisschen geradeaus, sonst stoßen wir uns zu Köpfele, ne? Wir müssen ja aufpassen, weil so viele Gehirnzellen haben wir ja eh nicht mehr. Also sollte man noch ein paar aufpassen, weil wer kommt noch so in die Idee? Ah, guck mal, Sprungbrett. Das ist der 5 Meter und das ist der 10 Meter Turm, Leute. Wisst ihr? Guck mal. Ach, guck mal. Hier können wir doch schon fast wieder dran haken. Kann ich dort hier hinbauen? Ja, super. So und so. Dann hier, super. Und dann kann ich da. Und dann können wir doch... Boah, es ist so verdammt dunkel, Leute. Es tut mir so ein bisschen leid, dass ich wieder so unfassbar gut vorbereitet bin. Nicht. Da doch, normal, was bin ich das schon? Aber ich habe hier einfach Lust, einfach hier was zu machen. So, guck mal. Hier kann ich. Und dann kann ich doch mit der Treppe hier weiterfahren. Ja, ich weiß, es ist keine Treppe, aber es wird eine, irgendwann. Irgendwann, Leute, irgendwann wird es eine. Boah, ich weiß nicht, was ihr über solche Folgen denkt, aber ich glaube, ich würde mich persönlich darüber aufregen, wenn eine Folge dauernd so dunkel wäre. Aber es ist jetzt meine Folge und ich kann mich darüber aufregen. Bitte, bitte keine Lava, super. Aber ich muss es jetzt durchziehen, was soll ich denn machen? Ne? Es bleibt mir doch jetzt nichts übrig. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum manche Folgen so sind, wie sie sind. Oh, guck mal, nicht mehr allzu weit. Hier, da, super. Und da können wir den Baum mal ab. Super, wir sind oben. Und direkt geht's ab hier. Bumbas! Sitz, 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 sitz. Warum ist hier schon Party? Der hat mich doch nicht angegriffen. Lass ihn in Ruhe, Junge. Lass ihn in Ruhe. Nee, will nicht. Dann hau drauf. Hau gut drauf. Mach ihn platt. So. Was läuft jetzt hier? Weißt du was, solange ihr streitet, ne? Wenn zwei streiten, freut sich der dritte und ich bin weg. Tschüss. Boah, was sind hier Pumbis, ne? Komm, hier lauf ich hier hin. Oh, oh, oh. Nein! Nein, ich wusste es noch. Ich wusste, was essen. Ich habe es vergessen. Nein. Nein, 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 nein. Oh, wir finden das auch nie wieder. Okay. Unsere Netherreise ist dann wohl jetzt. Was ist hier los? Oh, Moment. Ich muss ohne Goldstück den ganzen Weg rennen. Wir versuchen es einmal. Ein einziges Mal. Wenn es nicht klappt, muss ich die Nether-Woche an dieser Stelle kicken. Das wird jetzt brutal krass. Ich gucke mal, ob ich noch irgendwas hier... Ich habe noch Seelenläufer. Ja, scheiß drauf. Die werde ich eh verlieren. Also lassen wir die mal hier. Habe ich noch irgendwas? Die ist leer. Ich habe gar nichts. Boah. Das wird eine Hausnummer. Wir probieren es einmal. Wenn wir ankommen, here we go, wenn nicht dumm gelaufen. Also, Sprint und Vollgas rein. Vollgas rein. Ich kenne hier einigermaßen den Weg. Guck mal, hier geht schon direkt ab. Direkt mal runterfallen. Oh, oh, Schweinchen. Direkt mal ausweichen. Direkt ausweichen. Hüpp, hier durch. Hier. Ausweichen. Alles ausweichen. Hier ging's. Wo ging's runter? Irgendwo hier. Nee, es geht noch weiter runter. Zack, 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 zack. Die sind gut unterwegs. Wir sind ein Jump'n'Runner. Wir machen jetzt hier auf All-In. Dummste Idee ever. Entweder schaffen wir es oder nicht. Wir gehen hier All-In. Hier springen wir drüber. Höpp.
nur keinen Schaden erleiden. Wir haben erst anderthalb Keulen verloren. Das ist okay. Okay, wo war es hier nochmal? Hier haben wir noch quer über die Insel war es. Quer über die Insel war es. Er kommt schon, er kommt schon. Ausweichen, links, rechts. Ich bin ein guter Rugby-Spieler, wäre ich. Zack. Hier, da hinten war ein Pilz. Kann ich dich mitnehmen? Ich habe keine Zeit dafür. Den kann ich mitnehmen. So, super. Da kann ich wenigstens gegen die Schweine mal schützen. 50% des Problems haben wir schon gelöst. Zack, hier drüber. Go, 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 go. Weiter, 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 weiter. Wir haben gar keine Zeit zu verlieren. Wir haben außerdem nur 5 Minuten für unser Equipment zu finden. Und dann vor allem das wieder anzuziehen, währenddessen wir da hingehen. Wo war es? War hier hoch, ne? Genau, es war irgendwo hier hoch. Und dann geradeaus, glaube ich, war's, ne? Quer durch, die andere Seite gegen die Wand, runter. Ich glaube, so war's. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wenn nicht, habe ich ein Problem. Wenn nicht, haben wir ein Problem. Wir gucken mal. Hier. Nein, nein. Wir müssen austricksen. Hier, letzte Base vom Ziel. Und wir laufen. Wir umlaufen ihn. Wir haben es geschafft. Es geht weiter. Es geht weiter. Nächste Runde. Wir kriegen das hin. Wir kriegen es hin. Hier habe ich keine Ahnung mehr. Wo war das? Hier hänge ich fest. Da kann ich hin. Schweinchen von hinten. Schweinchen von hinten. Wir haben Druck von hinten. Wir müssen aufpassen. Wir kriegen das hin. Irgendwo hier, glaube ich, war es. Bin mir nicht sicher. Ich glaube nur, hier sind nur Vermutungen. Hier wird es dunkel. Das ist gut, weil hier sind wir doch an der Seite vorbei. Super. Wir haben es geschafft. Wir sind auf einem guten Weg. Wir sind auf einem guten Weg. Jetzt ist nur noch die Frage. Kommen wir dann wieder hinten an oder habe ich mir hier den Laufweg zugebaut? Ich weiß es nicht mehr. Müssen wir mal gucken. Bisschen langsamer. Hier ist die Werkbank. Super. Ey, ernsthaft? Du störst mich jetzt? Bitte, 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 bitte. Schnell, schnell, schnell. Der kleine der Schweinchen ist bestimmt noch hinter mir. So, und hier ging es doch irgendwo runter, hoch, runter, noch runter und dann quer rüber. Was habe ich denn hier alles gebaut? Oh, das ist ja ein Labyrinth, dass ich mir das überhaupt merken kann. Okay, jetzt habe ich keinen Sprint mehr. Das war nicht gut, den komplett aufzubrauchen hier in der Höhle. So, jetzt sind wir aber wieder an dem Punkt angekommen, wo wir hin müssen. Okay, jetzt wird es interessant, weil Piglins, Schweine... Hier ist es. Mit bisschen Glück kriege ich das direkt alles aufgehoben. Der klaut mein Gold! Nur das Goldstück anziehen. Das ist schon mal viel wert. So, und dann Schwert runter. Boah, hätte ich nicht gedacht. Hätte ich nicht gedacht, dass wir das hinkriegen. Ich stehe in der Ecke. Bisschen safe hier. Hoffentlich. Das wieder zurück. Brot runter brauchen wir. Die gute Kollege. Spitzhacks ausrichten. Sobald es hier jetzt krabbelt, ich haue drauf. Ist egal. Es ist mir scheißegal, was passiert. Muss aber ein bisschen hier, ne? Muss ja mal sagen hier, wer der Boss hier ist. Also, ne? Man kann es ja nicht übertreiben. Und es wäre auch mal nicht so schlecht, wenn ich mal irgendwann mal, mal Pfeil und Bogen machen würde. So, okay, wir sind gut. Wir sind gut. Kleines Schwein ist da. Super. Hier liegt noch was. Hier liegt noch eine Pickaxe. Super. Da liegt, was liegt da? Da liegt gar nichts mehr. Ja, komm, hier liegt noch Holz. Super, nehme ich auch noch mit, weil das ist mein Material, mein Arbeitszeug. Okay, super. Wir sind wieder am Rennen, Leute. Wir sind wieder am Rennen. Boah, das war eine knappe Kiste. Boah, so viel Suspense hätte ich jetzt in dieser Folge hier nicht erwartet. Meine Güte, wie krass ist das denn? Ich möchte mich einfach mal hier auf Seite mal stellen und einfach mal gucken, was geht hier so ab. Was haben wir hier? Ich weiß. Oh, boah, du kleine Drecksack, hau ab, Mann. Oh, hast du erschrocken? Nur weil ich durch die Gegend geguckt habe. Was ist das für eine Folge, bitte? Mann, das kann nicht dein Ernst sein. Geh. Ich muss meine Taktik im Netter ändern. Boah. Ja, Leute, das ist nichts für mich, ne? Das ist viel zu krass. Das ist, ich habe jetzt eine Idee. Wir rennen jetzt einfach mal hier hin. So. Wir können ja wieder sprinten. Guck, 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 da schweint die schon wieder hinter uns. Das ist so eine blöde Idee, dass ich auf diese Idee kam, für zu sagen, nee, wir machen das nicht. Wir lassen das alles in Ruhe. Nein, wir töten keine Tiere. Bla, bla, bla. Das ist alles Thema einfach, wenn ich Tiere töten würde. Boah, hier wird es auch immer noch dichter, ne? Hier passiert gar nichts. Hier ist wirklich nichts los. Es knackst überall. Es passiert was überall. Also von dort kommen wir. Ich habe keine Ahnung, Mann. Das wird, also das hier, das wird heftig. Das wird heftig. Hier durch, hier wird es immer dunkler. Hier ist, oh, oh. Da war eine Wand. Ein Loch. Hier ist nichts. Boah, Leute, ich weiß so langsam nicht mehr, wo wir hinlaufen sollen, ne? Ich habe das Gefühl, wir sind schon 10.000 Milliarden Blöcke getravelt. Aber ich bin mir aber hundertprozentig sicher, dass wir uns immer... Oh, guck mal, da ist wieder offen. Da ist offen. Da sollten wir hin. Da sollten wir hin. Aber ich sollte mich nicht zu stark wieder links und rechts verlaufen, weil
Ich kenne den Weg ja nicht zurück. Das ist halt das Problem. Guck mal, hier, wer hat denn hier gebuddelt? Keiner. Das ist einfach so. Eine Fehlstruktur vom Minecraft. So, hier durch, hier drüber, hier drauf. Da einen Block setzen. Hier durch. Oh ja, hier sieht's gut aus. Das mag ich immer. Wenn es so ist, guck mal hier. Hier baue ich mir eine kleine Treppe. Da weiß ich wenigstens, dass ich hier hoch muss. So, ja, super. Das kann ich so machen. Was haben wir hier? Was haben wir hier? Oh. Nee! 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 Wir haben eine Festung gefunden! Leute, wir haben eine Festung gefunden! Oh! Oh, oh! Schweinchen! Schweinchen! Wo ist Schweinchen? Schweinchen! Schweinchen! Kein Schweinchen! Wir haben eine Festung gefunden, Leute! Das hätte ich nicht gedacht! Das hätte ich ohne Scheiß, das hätte ich nicht gedacht. Finden wir die irgendwann wieder. Da will ich drauf, da will ich drauf. Egal was kommt, da will ich drauf. Guck mal, hier ist eine Brücke, da könnten wir doch anschließen. Oder wir probieren auf dieser Seite anzuschließen. Oder wir versuchen irgendwo darüber. Nee, nee, pass auf, hier ist jetzt zurzeit ruhig. Wir haben eine Festung gefunden, Leute. Wir haben eine Festung gefunden. Das finde ich mega geil. Wir gehen ein bisschen auf Risky wieder. Wir haben ja normal was gut Netherrack, glaube ich. Ja, haben wir. Ich baue von hier voll auf den drauf. Ach, da ist das Schweinchen. Wir bauen hier voll auf die Festung drauf. Ich glaube, das ist das Klügste. Von dieser Höhe. Du kommst schon nicht hier hin. Ich habe gar keinen Bock drauf. Ihr bleibt schön da unten. So, wir bauen hier rüber. Ich hoffe, dass kein Gas kommt. Ach, das gut geht. Ich weiß es nicht. Ist egal. Wir probieren es. Wir müssen es riskieren. Es ist egal. Weil vor allem wissen wir jetzt mal, wo eine Festung ist. Ich habe da keine Ahnung, wie ich nach Hause komme. Also bis zu dem einen Wald weiß ich. Und da bin ich irgendwie erstmal links gelaufen, dann einen Kreis nach rechts rum. Das heißt, wenn wir zurückgehen, kann ich einfach geradeaus laufen. Oh, ey, mit den Pumbas hier müssen wir was überlegen. Also das ist heftig, heftig, heftig. Aber wenn wir das hier schön ausbauen und schöne Laufwege haben, dann ist das doch super. Das ist super. Ich kann aber jetzt null einschätzen, wie nah wir jetzt an unserem Homespot sind oder nicht. Vor allem, ich habe nicht mal mehr eine ganze Rüstung, ne? Das ist ja auch schon klar. Ich hab eine kaputte Hose und ein Goldstück. Das ist super Voraussetzung, für eine Festung zu gehen. Das, klar, machen wir. Und dann gehen wir schön gegen Blazes kämpfen. Wir sind auf einem guten Weg. Wir sind auf einem guten Weg. Eieiei, bis jetzt ist ruhig. Wir hoffen, dass es gut geht. Ich höre es. Es geht innerhalb von 10 Sekunden. Und dann lege ich einen Meter tiefer. Aber da ich ja eh nichts Gutes dabei habe, ist das okay. Kriegen wir hin. Kriegen wir irgendwie hin. Meine Güte, wir haben eine Festung gefunden. Geil. Und wir waren nur in 2 Biomen, glaube ich, ne? Bis jetzt. Das heißt, wir brauchen noch das Grüne für die Endermänner. Endermänner, ne? So, nicht Enderman. Endermänner. So, besser. Hör mal, wann komme ich denn da an? Oh, bitte, jetzt, schön chillig. Schön chillig. Ich hab den kleinen Finger, der steht auf der Sneak-Taste, Leute, der drückt die Tastatur fast durch. So halte ich den fest. Ich habe da keine Lust loszulassen. So, treffe ich den Poller. Das wäre geil. Bitte den Poller. Ja, treffe ich. Super. Super. Den hätten wir. Dann machen wir das hier direkt mal 2 breit. Wir haben eine Festung gefunden. Wie geil ist das denn bitte? Wir haben eine Festung gefunden. Ich möchte mir hier auch noch nicht auf die Festung gehen. Das möchte ich mir noch kurz vorbehalten. Ich muss hier erstmal gucken, dass wir hier bisschen safe sind. Ne? Ich weiß, so eine Brücke, da kommt der erste Gast. Nee, nee, nee. Ich gehe auf die Brücke. Meinung wieder geändert, ne? So schnell kann das gehen hier. Meine Güte. Aber egal, wir hatten auf jeden Fall mal... Was habe ich denn hier gemacht? Guck mal, setz da wieder... Ne, kein Seelensand. Setz da... Ja, setz... Was habe ich denn jetzt gemacht? Setz das Ding da rein! Du hast nicht den ganzen Tag Zeit. Ach, da steht ein Block. Ich sehe nicht. Ja, Fortschritt erzielt. Ah, geil. Wir sind auf einer Festung. Aber hier ist doch irgendwas faul. Was habe ich denn hier falsch gebaut? Ach so, der da ist falsch. Der Gast. Wo ist denn der? Der ist wieder weg. Okay, ich will versuchen, trotzdem weiter an der Brücke zu bauen. Da sind sie. Ich habe noch 34 Stück. Das ist nicht wirklich die Welt. Aber es kann uns ja wenigstens ein bisschen vorwärts noch bringen, ne? Also, dass das wenigstens mal ein bisschen safe ist. Das machen wir später. Guck mal, was ist eine gute Alternative zu Cobblestone, die ein bisschen robuster gegen Gas sind? Also, das wäre schon richtig gut, weil... Ja, der hier traue ich nicht wirklich. Gut, man könnte aber einen Tunnel bauen, wo wir durchlaufen, dann sieht er uns ja nicht. Und somit würde er uns dann auch nicht abschießen, ne? Soweit ich weiß. Ja? Aber ich habe das Gefühl, wir sind unfassbar weit weg von zu Hause, ne? Ich habe noch einen.
Sonne, schön bleiben, wo du bist. Habe ich noch irgendwas mit, was ich bauen kann, was mir gefallen würde? Nur noch den Schwarzstein. Dann nehme ich den halt. Lieber den guten alten Speckstein nehmen, wie gar keinen Stein. Ne? Oh, vor allem Speck, Leute. Oh, ich habe so Bock auf Speck. Mmh. Ja, Speck ist geil. Ja, ja. Okay, okay. Boah, ich bin wirklich verblüfft gerade. Ne? Ich bin so... Oh, wir haben eine Festung gefunden. Ich gehe da rein. Da spawnen schon die ersten Blaze Rods. Ja, das ist schon mal geil. Oh, ich hoffe, ich habe eine gute Agility. Weil... Hallo, meine Freunde! Könnt ihr das... Mein Schwert ist auch so gut wie kaputt, ne? Sehe ich gerade. Habe ich kein Schild? Oh, oh. Ich muss kurz zurück. Okay, es ist doch bescheuert. Ich habe nicht mal ein Schild. Ah, da ist mein Schild, Gott sei Dank. Ich dachte schon gerade, ich habe kein Schild. Also ich bin bereit, mich zu opfern. Habe ich nicht eine Kiste dabei? Pass auf. Ja, Kam, wie blöd bist du dann? Warum stehst du mitten im Weg vor den Blazen? Ah, das kann doch nicht dein Ernst sein. Jetzt mach mal wirklich mal Concentration hier, Junge. Was soll denn das? Werkbank? Jetzt machst du mal eine Kiste hier hin? Boah. Und dann savest du mal hier deinen Jackpot. So, die setzen wir aber direkt hier hinten dran. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Du musst hier die Sachen saven. Du kannst hier nicht auf, keine Ahnung, auf Chuck Norris machen. Das ist, nee, das geht nicht. Vor allem, wenn ich die ersten Dings begegnen. Die Skelette, wie heißen die hier? Die Festungsskelette nenne ich die jetzt einfach mal. So. So können wir es machen. Die brauche ich nicht. Die brauche ich definitiv nicht. Es geht nur um die Blazes. Nur um die Blazes gibt's. Okay, eine ganze Kiste voll. Wenn wir sterben, ist es nicht schlimm. Dann müssen wir müssen sowieso demnächst wieder mal eine Tour... Wo sind die? Okay, schnell einfach drüber rennen. Schnell drüber rennen. Ich habe auch nichts, um alles irgendwas hier auszuleuchten. Ist ein bisschen blöd. Wäre aber nicht schlecht. Dann wissen wir wenigstens den Weg nach zurück. Boah, vor allem, das ist eine offene Festung. Das finde ich nicht so geil. Ist da ein Blaze-Spawner? Hier ist ein offener Blaze-Spawner. Das ist nicht cool. Das ist nicht cool. Das ist nicht cool. Hör mal, da komme ich doch niemals gegen die an. Vor allem, ich kann mir nicht mal eine Schutzmauer bauen. Ja, war so klar. Es war so klar. Ich habe gar keine Rüstung. Es war hundertprozentig klar, dass es passiert. Aber ich wollte es mal probieren. Es ist egal. Ist egal. Wir lassen jetzt alles so stehen, Leute. Wir waren im Nether. Wir haben eine Festung gefunden. Wir sollten uns jetzt aber trotzdem mal wieder in der Overworld vernünftig equippen und was hier machen, weil wir haben nichts mehr auf der anderen Seite. Also auf die zwei Schwerter kommt es jetzt nicht an. Das ist ein bisschen Eisen, was verloren gegangen ist. Unsere Kiste steht noch safe da. Das ist okay. Es ist schade. Es ist wirklich schade. Aber wir haben einfach nichts mehr. Wir können so nicht weitermachen. Das geht einfach nicht. Wir müssen eine Cave-Tour starten. Wir müssen eine Rüstung ranholen. Also erstmal Eisen, Rüstung, Dias wäre nicht schlecht. Dann, ich brauche keine Verzauberung. Das kriegen wir schon so hin, wenn ich nur eine gute Rüstung habe. So, und wir bräuchten vielleicht einen anderen Spawner, der ein bisschen eingebaut ist. Oder wir bauen den selbst ein. Also irgendwie kriegen wir es hin. Fire-Resi haben wir ja noch in der Kiste liegen. Das können wir trinken. Das ist kein Problem. Aber so ohne Rüstung, das ist unmöglich. Also für mich ist es unmöglich. Mag sein, dass es Big Pros da draußen gibt, die das locker hinkriegen. Aber da bin ich raus. Es war ein Versuch wert. Ich bin zwar nicht schlecht mit den Blazes normalerweise, aber ich habe auch dann vernünftige Rüstung normalerweise. So, wie sieht das aus? Ihr seid noch zu zweit. Ein kleiner Männele und ein großer Männele. So, ich schlafe mal eine Du kannst du während dann... Ist da... Ah, nee, ich bin ja gerade zurückgekommen. Ist okay, ist okay. So, wo ist der andere? Ist der schon wieder abgehauen? Ich muss da oben einen Gatter... Na, der steht hier. Der hat keine Lust mehr zurückzugehen. Was machst du? Bist du halt... Großschmidt, du bist aber... Das ist nicht deine Werkbank. Ist das klar? Ja? Wolltest du ein bisschen was anderes lernen? Soll ich dir... Willst du lieber Kartograf werden? Nee? Okay. Okay. Dann kannst du dich weiterbilden. Machen Sie weiter. Okay. Tschüss. Ja. Also, so schlecht stand ich mich noch nie da. Wir nähern uns jetzt so langsam Folge 50. Wir haben noch ein bisschen Eisen, das ist gut. Das ist... Was ist denn hier los? Pass auf, ich brauche Holz. Ich guck mal hier rein. Also irgendwo muss ja einer hier sein. Kann das vielleicht auch unter uns sein? Na, das ist doch egal, komm. Wir müssen jetzt gucken, wir müssen uns wieder ausstatten. Weil so geht das. Ich brauche ein bisschen Holz. Damit wir Sticks machen können.
und dann wieder ein Schwert machen können. Wir brauchen Fackeln. Komm, weißt du was? Baller den ganzen Stack da durch. Das reicht ja sowieso noch nicht aus. Super. Okay, so, dann bauen wir uns erstmal ein Schwert, damit wir uns wenigstens mal wieder verteidigen können. Das Schwert ist immer mal wichtig. So machen wir kein Schwert, aber ich will auch eine Pickaxe haben. Das ist definitiv noch wichtiger als ein Schwert, weil ein Schwert könnte man noch sagen, hey, weißt du was, dann machen wir ein Schwert aus was anderes, aber wir müssen ja vernünftig was abbauen können. Dann würde ich noch lieber gerne eine zweite machen. Pass auf, dann hätte ich noch einen Block über. Das wäre gut. Scheiß auf, Entschuldigung. Wir ignorieren mal einfach den Fakt, dass wir eine Schaufel brauchen. Ich brauche noch ein Schild. Das finde ich wichtig. Und dann hätte man eine minimale Grundausstattung. Wirklich eine minimale Grundausstattung. Weil wir können nichts mehr machen. Wir haben nichts mehr. Wir haben noch ein paar Klümpis. Ah, das wird noch ein Barren, aber das machen wir mit einem Barren. Es wird nur ein. Wir kriegen nicht mal zwei Stück hin. Ein Barren. Ich könnte eine Schaufel machen. Das könnte ich tatsächlich machen, für Sand abzubauen. Aber was mache ich mit Sand? Okay, dann, ja. Die Nether-Folge muss... Hier, und ihr seid definitiv auch falsch. Ihr gehört hier oben hin. Aber 64 Stück kann ich mir gerade mal nehmen, weil wir brauchen Fackels. Es war wirklich eine coole Aktion. Wirklich, Leute, es war wirklich eine coole Aktion. Ich weiß, ich habe komplett auf der Festung gefailt. Ihr habt das bestimmt alle gebrüllt in den Bildschirm, in den Rechner. Keine Ahnung, wo ihr es guckt, aufs Handy. Die Leute haben euch blöd angeguckt. Ich kann das alles gut nachvollziehen. Aber es war ein Versuch wert. Hätte ja vielleicht gut klappen können, aber vor allem beim offenen Spawner. Ach, da brauchen wir gar nicht drüber zu diskutieren. Ach, das war Blödsinn. Das war Blödsinn. Aber ich wollte es einfach mal wissen. Ist halt so, ne? Man muss ja mal, ne? Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Aber was habe ich davon? Guckt euch den kleinen Kerl schon an. Hinten stehen seine zwei Zipfeln auf den Haaren weg. Das ist das Einzige, was er hat. Und dann würde ich sagen, wir suchen uns jetzt mal irgendwo eine Höhle. Und wir hatten ja noch... Ich sollte aber trotzdem schlafen gehen. So, hier wieder zu und dann schnell rüberlaufen. Wir gehen mal in unser Minenhaus wieder rein. Boah, das gefällt mir immer noch. Das ist sehr schön hier alles, ne? Also ich freue mich drauf, wenn es noch weitergeht. Ich möchte auch gerne ein richtiges Dorf bauen. So richtig auch mit so Häusern, die so im Kreis angeordnet sind. Jetzt denke ich, wie? Das geht doch gar nicht in Minecraft. Doch, Leute, das geht. Man muss nur ein bisschen um die Ecke denken, aber man kann die tatsächlich diagonal bauen. Und wenn man mehrere diagonal bauen, dann kann man einen Kreis erzielen, so einen Halbkreis. Ist das eigentlich immer noch alles ein bisschen eckig? Ach so, wir brauchen auch noch was zu essen. Haben wir ja auch verloren. Ist aber kein Ding, wir haben ja hier genug. Sollten wir auf jeden Fall machen. Dann gucken wir mal direkt, was unsere Karottis sagen. Weil wir müssen ja gucken, dass mal hier auch die Felder so langsam... Ich habe das alles angefangen, aber nie... Ja, das ist gar nicht gewachsen. Klar, ist ja normal. Wir waren ja die ganze Zeit nicht hier. Die Chunks waren nicht... Das war scheiße. Ja, das war blöd. Das war blöd. Das war wieder... Einmal mit Profis und du verkackst wieder alles. Ja, das bin halt ich. Ich liebe es zu verkacken. Nein, weißt du was, Leute? Wenn man es nicht wagt, stell dir mal vor, ich würde immer nur auf Safety First machen, ne? Wie langweilig wären dann die Folgen? Das macht keinen Sinn. Natürlich haben wir jetzt alles verloren. Aber jetzt haben wir wieder eine neue Aufgabe. Wieder alles aufzubauen. Und ihr werdet sehen, Leute. Nach dem Aufbau stehen wir uns besser da als zuvor. Hundertprozentig. Das ist halt so. Natürlich verlieren wir jetzt ein bisschen Zeit. Aber wir sind doch nicht hier, für das Spiel innerhalb von einer Stunde durchzuspielen, sondern wir sind hier einfach, um Spaß zu haben. So, und das sollte man nicht vergessen. Ne? Und das machen wir. Schön Spaß haben. Immer schön Spaß haben. Das finde ich toll. Eieiei, jetzt pflanzen wir hier mal. Guck mal, das nehmen schon. Hier sind ja auch noch Kartoffis. Das wusste ich gar nicht. Ach, stimmt. Ich wusste es nicht mehr, aber jetzt, wo ich es sage, ist es mir wieder eingefallen. Ha, kennt ihr das? Ich habe keine Ahnung, wo das ist. Und dann steht man davor. Ach, hättest du mal gesagt, dass das hier ist. Dann hätte ich dir gesagt, wie das hier hingeht. Also, wie man den Weg dahin findet. Ist mir klar. Ich bin auch so. Ich bin vollkommen so. Ich bin auch richtig verpeilt dazwischendurch. Aber das ist halt so. Ne? Aber das macht genau, das macht Spaß am Leben. Wenn man das Leben nicht so ernst nimmt. Das ist halt wichtig. Ist egal. Das Leben geht weiter, ob man ernst ist oder nicht. So. Ne? Es wartet halt nicht auf euch. Und deswegen, dann lieber mit viel Humor und viel Spaß und Laune und Co. Natürlich könnte ich mich jetzt mega drüber aufregen, dass ich gestorben bin. Aber ich habe mir extra noch eine Kiste gebaut. Wenn jetzt alles weg gewesen wäre, dann wäre es richtig blöd. Aber für den Rest, meine Güte, davon lassen wir uns jetzt nicht die Laune verderben, ne? Also, das machen wir jetzt easy peasy. Und dann, wir haben eine Festung. Vor allem, müsst euch das tatsächlich mal vor Augen halten. Wir haben eine Festung gefunden. Das heißt, wir sind dem End schon ein großes Stück näher. Und das finde ich gut. Vor allem, wir haben ein mega krasses Labyrinth bis dorthin gebaut. Aber auch das ist gut. Dann haben wir genug auszubauen für die nächsten Staffeln. Ja, Staffeln. Nein, wir machen nur eine. Wir ziehen das durch, bis wir nicht mehr können. Also,
bis Minecraft sagt oder YouTube sagt, nee, so viele Videos darfst du nicht hochladen. So lange machen wir weiter. Ich habe keine Ahnung, was das bedeuten soll, aber wir gucken mal, wir gucken mal. Guck mal, 4 hätten wir noch. Da kommt noch ein bisschen Weizenkörnchen da rein. Eine schöne Blume, wissen wir ja, die muss immer da sein. Nee, bitte, für mein innerer Monk. Richtig rum. Perfekt. Dann noch schnell das Essen runter. Super. Und dann essen wir mal was und dann stehen wir uns doch schon wieder gut da. Natürlich haben wir noch keine Rüstung. Aber wir sind doch mittlerweile so ein geübter Minecraft-Spieler hier geworden in fast 50 Folgen. Das kriegen wir doch hin. Ne? Ich glaube, es ist Folge... Oh, ich will jetzt nichts sagen, weil ich mag das nicht, wenn ich was sage, dann habe ich die falsche Folge getroffen. Das ist so für mich, mein innerer Monk ist dann, der mag das nicht, ne? Deswegen, also ihr seht ja, welche Folge wir haben. Für wie weit kommen wir hier rein? Wow. Aber, oh, guckt mal, Leute, mega, es fängt doch schon wieder top an. Eisen und Kohle, das, was wir gerade ausgegeben haben. Geht's hier weiter? Oh, hier will ich rein. Also hier will ich gleich rein. Ich hab... Was ist das? Nee, nee. Mach das bitte richtig. Das hier habe ich schon nie gesehen. Das ist ein perfekter Spot, damit Monster spawnen. Es sieht so aus, als hätten wir... Hier ist auch noch. Wir das ausgegraben. Pass auf, ich mache euch mal Licht. Ihr wollt ja auch was sehen am Spiel. Als hätten wir das hier ausgegraben. Also ich. Ich sollte mir trotzdem diese blöde Schaufel machen. Weil es nur ein Eisen, ne? Naja, egal. Tja, so schnell ist eine Folge vorbei. Ist egal. Ist egal. Ich bin froh drüber. Aber das hier könnte tatsächlich schon mir ausgegraben worden sein und wieder zugemacht sein. Das Motto, nee, hier waren wir noch nie. Aber nee, Leute, wir waren hier tatsächlich noch nie. Das war das erste Mal, dass ich sowas sehe. Dass ich irgendwo aufgrabe oder reingehe, es ist zu, baue was ab und dann entsteht da hinten dran so ein kleiner Schacht. Finde ich cool. Finde ich cool. Aber guck, auf der anderen Seite sollte man sich auch vielleicht mal sagen, oh, guck mal, da ist er noch. Da ist er noch. Guck mal, der Kölsche. Der Kohle. Kohle, 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 Kohle. Macht viel Kohle. Das macht Spaß mit der Kohle. Weil mit der Kohle kriegen wir Kohle. So, jetzt wisst ihr das auch. Eieieiei. Das war wieder eine sehr aufregende Woche, muss ich sagen. Obwohl wir nur Erkundungstour gemacht haben durch den Nether. Es war eine super coole Woche. Also, ich mag es tatsächlich, durch Minecraft rumzurennen. Ich liebe es zu bauen. Ich liebe es zu erkunden. Einfach alles rauszufinden, wie es hier in Minecraft... Ach, guck mal, hier ist noch eine Höhle. Da gehen wir auch halt rein. Hallo. Oh. Ich gehe mal lieber von der anderen Seite rein, glaube ich. Ja. Wir gehen von der Seite rein. Das ist nämlich die direkt bei uns hier hinten dran ist, ne? Ich wusste nämlich, dass hier noch eine war. Aber das... Ah doch, es gefällt mir schon. Es gefällt mir wirklich schon. Aber es ist noch nicht episch genug, ne? Ich will ja da was epic bauen. Nicht epic sterben, sondern epic bauen. So, hier müsste es dann rein. Aber guckt mal, was hier... Ich gehe erstmal hier rein. Bip. Hätte ich nicht gedacht, dass wir hier so viel finden. Es wäre jetzt noch toll, wenn wir auch wirklich was finden würden. Ja, cool. Naja, aber ich mag das alles. Das ist ja das, was mir an Minecraft so viel Spaß macht. Ich brauche keine Mods oder so. Natürlich sind Mods, machen das Spiel ja noch schöner oder so. Aber sind wir mal ganz ehrlich. Brauchen tut man die nicht, wenn man die Kreativität ein bisschen freien Lauf lässt. Oh, ne. Kommt mal alle beide hier hin. Ich weiche euch auf. Haha, hast du mich nicht gekriegt? Oh, ne, hier. Oh, yes! Ja, das ist super. Mach mal, ich schau mal einmal mit drauf. Und schauen wir einmal hier drauf. So. Hey, komm mal. Kann doch nicht dein Ernst sein. Ich hab dir geholfen und du greifst mich hier an. Verräter, Verräter. Das kommt wieder durch. Okay, ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich trotzdem Eisen farme. Nicht nur hier die ganze Zeit. Guck mal, das setze ich mal dorthin nur für euch, ne? Wir haben uns ja alle lieb. Piep, piep, piep. Und so. Damit wir das hinkriegen. Aber nein, ich muss das jetzt nochmal erzählen, weil das ist halt das, was mir bei Minecraft so viel Spaß macht. Einfach die Kreativität freien Lauf zu lassen. Und ja, man hat zwar nur viereckige Blöcke. Ja, ein Block ist halt viereckig, ist halt so. Ja, hast du gut erkannt. Aber was ich sagen wollte ist, das macht so Spaß. Man kann immer was Neues entwickeln. Ja, man fällt natürlich auch beim Bauen immer in so alte Strukturen zurück. Dass man immer so das baut, was man bereits kennt. Also, das ist normal. Das Hirn lernt ja, Kreativität zu entwickeln, indem dass du Sachen kopierst, die jemand anderes macht. Und daraus entwickelst du ja deine eigene Kreativität. Das ist aber ein ganz normaler Entstehungsprozess. So. Und das ist auch nicht schlimm, wenn... Boah, das ist ja mal eine krasse Höhle. Hoch, runter, links, rechts. Das ist top. Ich habe keine Rüstung, Leute. Wir haben aber Eisenpopeisen. Und Kohlemole. Und Lava-Ava. Und Creeper-Pieper. Den haben wir nicht, zum Glück. Geil.
hat er wieder hier Wörter rausgehauen, ne? Hast du gut gemacht. Hast du sehr gut gemacht. Okay, ich hatte hier irgendwo Eisen, Popeisen. Das geht mit bei mich. So, aber das ist halt Minecraft. Das ist so cool. Und ich liebe es dann halt, meine Kreativität gerne umzuwandeln, ne? Weil, keine Ahnung. Ich bin halt, ich würde schon sein kreativer Mensch. Ich möchte nicht angeben oder so, aber ich würde schon behaupten, dass ich sehr kreativ bin. Und ich liebe diese Kreativität immer gern weiter zu fördern, ne? Das ist, manche andere Sachen bleiben dann natürlich auf der Strecke, aber da muss auch jeder selbst für sich entscheiden, was er gern fördern möchte bei sich. Und das ist bei mir so tatsächlich das Ding, das macht mich richtig glücklich. Zum einen und zum anderen ist das halt so ein Punkt. Ich merke das, wenn man dann glücklich ist, dann ist der Tag auch schöner so, ne? Das ist nicht so, ne, ich mache jetzt einen Job, weil ich den machen muss, ich muss ja Kohle verdienen. Auch diese Einstellung kann ich verstehen. Aber das wären für mich immer nur Übergangssachen, ne? So, das muss dann auch zügig dann wieder geändert werden. Und ja, das ist so nach dem Motto, ich suche mir einen Job, weil ich gerade einen Job brauche. Aber ich möchte was anderes machen und dafür suche ich dann auch direkt weiter. So, ne? Das ist wie hier. Keine Ahnung, warum ich dann immer so überall Stufen reinbauen. Aber ich glaube, ich finde das irgendwie immer besser und schöner und angenehmer. Deswegen mache ich das auch. Aber ja, das mag ich. Und ich freue mich auch schon, wenn wir das Portal ausbauen. Ich habe noch so viele Ideen im Kopf. Und hey, also ganz im Ernst, sollte ich dieses Let's Play vor Folge 500 beenden, Leute, ne? Direkt mal rausgehauen, direkt mal, ne, volle Breitseite, dann deabonniert alle. Wirklich, ohne Scheiß, weil da habe ich es nicht verdient. Weil ich habe so viel Spaß hier daran. Und ich habe noch so viele Projekte, dass wir das niemals bis dorthin schaffen. Und wir werden auch immer in diesem Bereich hier bleiben, wo wir sind. Und wir bauen das immer weiter aus, bis wir irgendwann so eine richtige Metropole haben. Ich weiß nicht, wie viel Dorfzentren wir dann brauchen, aber es wäre halt so schön. Weil ich habe das nur noch nie so gesehen in MC, dass irgendjemand so eine große City gebaut hat, dass er so richtig so 500 Villager rumrennen hat oder so. Ich sag jetzt 500, muss nicht gerade 500 sein, weil ich glaube, da geht die Framerate sehr krass runter. Das muss ja nicht sein. Wir wollen ja trotzdem immer noch zocken können. Aber wenn man es so hätte, so, das wäre schon mal schön. Das wäre wirklich schön. So, hier hätten wir Lava. Oh, wir sind auf Lava-Ebene. Cool, Dias. Nein, da sind wir natürlich nicht. Hier haben wir wieder Kohle. Kupfer brauche ich definitiv nicht. Und da haben wir wieder Eisen. Boah, das ist ja wirklich eine gute Höhle, muss ich sagen. Das ist eine... Moment. Den sollten wir abbauen. Nicht. Natürlich nicht. Und Creeper und so sollen auch ruhig bleiben, wo sie sind. Ne? Ich liebe es lieber, wenn es so ist. Schön entspannt. Dann hätten wir schon wieder ein bisschen Eisen. Das finde ich gut. Ich sollte vielleicht auch ein bisschen hier was abbauen, damit ich es auch direkt einschmelzen kann. Ne? Dass wir einen Ofen machen können. Hier, Fackel. Für euch mache ich gerne. Weil die Eisen geht ja jetzt schon auch schon so langsam. Wie viel habe ich dann, Kobi? Kobi habe ich schon ein bisschen. Meine Werkbank habe ich... Habe ich die denn nicht stehen gestellt? Also egal, komm, bauen eine neue. Ich hatte gar keine gebaut, glaube ich, ne? Ach, ich weiß es nicht. So, machen wir uns einen Ofen. Kohle haben wir ja. Wir haben schon wieder 21 Eisen. Sehr geil. Dann können wir die mal einfach hier einstellen, wollte ich sagen. Wir stellen das hier mal ein. Und wir buddeln einfach weiter. Das hier müssen wir wiederfinden. Das ist super. Hier haben wir noch Kohle. Die nehme ich trotzdem gerne noch mit. Bis dorthin werden die ersten drei auch schon durch sein. Da können wir uns eine weitere Spitzhacke machen. Das finde ich gut. Und ich habe ein gutes Gefühl, dass wir hier noch ein bisschen was finden. Das wäre schön. Das wäre schön. Ich könnte natürlich schon wieder bei uns in die Mine gehen, weil die ist ja scheinbar unendlich. Aber nee, das machen wir jetzt nicht. Das machen wir jetzt nicht mehr, ne? Wir haben eine geile Woche wieder hingelegt. Abschluss für diese Woche. Festung gefunden. Muss man wirklich sagen, ich finde das mega geil. Ich finde das wirklich geil. Ich hätte nicht gedacht, dass man sie findet. Natürlich war es von Anfang an das Ziel, die zu finden. Obwohl ich das ja nicht so direkt gesagt habe. Aber was soll man denn großartig im Nether sonst machen? Quarz farmen kann man machen, weil es schön ist, damit zu bauen. Aber oh, guck mal hier. Bip. Hallo, Eisenpopeisen. Geil. Finde ich richtig cool. Ich merke, ich habe auch gute Laune heute. Das ist cool. Und leider... sind wir schon am Ende angekommen, aber wir überziehen jetzt mal ganz kurz, ne? Wir gucken noch, dass wir hier noch das Eisen noch wegkriegen. Ich finde, ihr habt das verdient, Leute. Ihr habt das definitiv verdient. Ne? Nach so einem schmerzvollen Tod hier muss man sich auch ein bisschen wieder sammeln, ne? So, gönnt euch eine Cola, falls ihr Cola trinkt. Ne, ich wollte das nicht sagen. Trinkt was Gesünderes, trinkt Wasser. Das ist besser. Er ist, wo ist er? Er schlägt mich gleich von hinten. Ist okay. Darf er. Ich bin ja gnädig. Die Blazes durfte mich auch töten. Nein, ich will nicht, dass er mich schlägt. Ich möchte ich nicht. Ist ja mal geil, dass wir die Felder haben, ne? Muss man tatsächlich mal sagen. So, was ist hier drin? 9 Stück haben wir schon. Super, da könnten wir direkt auf jeden Fall die nächste Spitzhacke bauen. Ne, können wir gerade nicht bauen. Ich habe keine Stickies mehr. So, 16 ist super. Und ihr zwei raus. Dann haben wir eine weitere Spitzhacke. Dann hätten wir noch 2 Stück. Dann würde ich sagen, eine Axt. Nee. Eine Schaufel hätte ich gern, wenn irgendwo
ja, Gravel kommt oder so, dann würde ich sagen, das Erste, was wir uns bauen, sind mal eine Brustplatte, glaube ich. Kann ich mir nicht bauen, habe nicht genug dafür. Dann baue ich mir Schuhe. Ja, die kann ich machen. Dann hätte ich schon mal wenigstens mal wieder ein Rüstungsstück. Wir fangen von unten nach oben an. So machen wir das. Pass auf, dann warte ich noch mal kurz. Jetzt habe ich noch 6 weitere. Ich brauche 7 für eine Brustplatte, ne? Glaube ich, war es. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie man die so richtig baut. Finden wir gleich raus. Im Notfall kann ich da eingehen. War das nicht so? Dann brauche ich 8. Brauche ich noch eine. Komm, hau mal raus. Hau mal raus, mein Freund. Gib mal das Ding mal hier. Komm, schaller das Ding raus, ne? Du musst ja mal was Gutes zu essen kriegen. Ich glaube, so war eine Brust, ne? Super. Dann hätten wir schon wieder eine Brust. Das finde ich auch schon gut. Das fehlt ja schon nicht mehr alle. Hose und Helm. Wir haben noch 6 Stück. 6 Stück müsste eine Hose sein, ne? 1, 2, 3, 4. Ne, das geht nicht. Ich brauche 7 für Hose. Geil. Das ist nicht so gut. Okay, wir gehen einfach mal hier weiter in der Zwischenzeit. Vielleicht finden wir noch ein Eisenvorkommen. Oder irgendwas anderes. Mir ist es egal. Hauptsache Eisen. Boah, geht's aber ab hier, ne? Was ist denn los hier? Ich liebe solche Gänge. Bitte jetzt keine Sackgasse. Ich gucke aber mal genau nochmal hin, ob wir tatsächlich alles haben. Hier, ne? Ach, schade. Ich hätte gehofft, dass man noch irgendwas findet. Ja, Kupfer könnte ich abbauen, aber ich brauche es tatsächlich nicht. Was soll ich denn damit? Wir haben so viel Kupfer zu Hause. Und natürlich werden wir auch Dächer aus Kupfer bauen, weil ich das einfach schön finde, wenn die oxidieren. Aber, ne? Wir sind noch nicht so weit. Wir sind leider nicht so weit. Ah, ja, ja. Ich hätte gerne auch irgendwann mal, ne? Also ich muss ja noch The One Block im Livestream anfangen. Habe ich nicht vergessen. 6 kreischen, ich habe doch gerade gesagt. Was fehlt uns dann noch? Den Helm. Den Helm kriegen wir auf jeden Fall noch hin. Bob, hätten wir den schon mal wieder, dann ist er fast wieder equipped. Dann haben wir wieder einen guten Standard, würde ich sagen. Guck mal hier, dann kann ich den abbauen. Ja, natürlich, ich hätte noch ein Dings machen sollen. Nee, das hätte ich nicht machen können, weil wir haben nicht genug. Guck mal, da gehen wir noch hier noch ein bisschen weiter. Hier sieht es schön aus. Hier sieht es wirklich schön aus. Das hier gefällt mir. Jetzt noch Kohle, Kohle. Solange nichts kommt. Also Creepy-Deepy und so weiter. Skeletti-Metti. Oh, gerade von Teufel gesprochen. Ist da eine Rose? Ja. Geh nach Hause! Ich leuchte hier mal einmal drumherum aus. Boah, das ist ein schöner Raum. Ich liebe solche runde Räume. Ich höre gerade mal hin. Boah, ich glaube, wir haben gerade eine unendliche Höhle gefunden. Boah, das kann doch nicht dein Ernst sein. Boah, also, ich glaube, der Tod war das Beste, was wir haben konnten. Also, ich weiß nicht, wie oft wir mittlerweile gestorben sind. Ich finde, die letzte Zeit sind wir ziemlich oft gestorben. Das müssen wir wieder mal ändern. Aber das ist halt so, ne? Ich bin halt kein Pro-Gamer. Ich bin halt nur Spieler Nummer 9. Ne? Wisst ihr ja. So, das hätten wir dann schon mal. Ich möchte trotzdem hier die Ecke noch ein bisschen zu dunkel. Noch tiefer möchte ich jetzt nicht gehen. Das behalten wir uns für nächstes Mal vor. Hier kann ich noch kurz ein bisschen ausleuchten. Ojo, was geht denn ab? Ich glaube, hier haben wir einen guten Spot, Leute. Wirklich ein sehr, sehr guter Spot für noch alles zu finden. Ich bin auch sicher, hier finden wir Dias. Guck mal, das da geht oben noch weiter. Meine Güte, komm, ich mach noch die Kohle, ich mach noch diese Spitzhacke hier fertig. Ne? Und dann, war es das aber für heute. Oh, möchte so gern weiterspielen, aber ich muss das ja auch alles schneiden, ne? So, und das geht leider nicht in 5 Minuten. Leider. Leider. Oh, stell dir mal vor, der Schnitt würde mega schnell gehen. Ich glaube, ich würde 10 Videos am Tag hochladen. Ne? So einfach durchzocken. Ne, das geht ja auch nicht. Ich muss ja auch noch irgendwann arbeiten. Hatte ich ein bisschen vergessen. Aber hey, so ist das halt, ne? Ach jo. Wenn man so drüber nachdenkt, einfach so ein bisschen rumphilosophiert, ne? Wenn man sich mal vorstellt, dass man, wenn es weiter so gut läuft, vielleicht in einem Jahr, vielleicht auch 2, weiß ich nicht, könnte man vielleicht davon träumen, davon zu leben, wenn es so weiter wachsen würde, ne? Einfach mal rumgesponnen jetzt, ne? Weil 400 Abonnenten sind gerade mal noch 600 bis zur Monetarisierung. Das ist ja nicht schlecht, muss man ja mal sagen, ne? Und das alles durch euch. Und mal gucken, ich weiß ja gar nicht, was so ein Gaming-Kanal abwirft. Wirft der überhaupt was ab? Gut, die Technik hier bezahlt sich auch nicht allein. Aber, ne, wär ja schön, weil ich merke, ich kriege immer mehr Spaß hier dran. Umso mehr ich spiele, umso mehr Spaß habe ich dran. Guck mal, wir machen uns noch ein paar Fackeln, aber wir haben hier noch welche. Da brauchen wir uns keine Fackeln. Da gehen wir noch hier hin. Hier möchte ich auch noch hin. Hier gucken wir mal. Aber ja, wäre doch schön. Also, ne? Mehr Zeit zum... Ah, da haben wir den ersten.
Super. Ich hab mein Schwert weggeschmissen. Ich müsste schon aufhören, Leute. Und ich bin immer noch dran. Ich möchte nicht aufhören. Ist hier ein neuer Ausgang? Nochmal Eisen gefunden. Geil. Okay, das hier bauen wir noch ab. Boah, guck mal, was hier ist. Eisen, Kohle. Kohle und Eisen. Kohle, 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 Kohle. Eisen, 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 Eisen. Kohle, 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 Kohle. Eisen, 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 Eisen. Kohle, 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 Kohle. Eisen, Eisen, Eisen. Geil. Okay, sie ist kaputt. Sie ist kaputt, Leute. Sie ist kaputt. Wir müssen jetzt aufhören. Das war's für heute, Leute. Ich verabschiede mich wieder. Es war mega geil. Wir spielen genau an dieser Stelle nächstes Mal weiter. Ich hoffe trotzdem, obwohl wir einen Tod hatten, dass es euch gefallen hat. Ich fand es irgendwie mega emotional, lustig, geil, ernst. Es war alles dabei. Und wir haben eine Festung gefunden. Und wir sind wieder equipped. Wir können wieder in den Nether gehen. Nein, machen wir nicht. Okay, ich bin raus für heute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut. Und nicht vergessen, einen Kommentar da zu lassen und vor allem einen Däumchen für den Algorithmus. Und dann weiß ich, dass es euch gefällt. Weil ohne Daumen finde ich das nicht so cool. Sonst hören wir früh auf. Nein, keine Drohungen hier. Ich bin raus. Bis dahin. Ciao mit V.